Seit ich mich erinnern kann, hat mein Geist Bilder wie gerahmt erfasst. Den weiten Himmel über den Bergen von Vermont, in denen ich aufwuchs. Die Tiere, die ich beobachtete. Die Natur, von der ich ein Teil war. Aber ich wollte unbedingt Filme machen. Und so ging ich in die Großstadt. Und studierte Film, Fernsehen und Betriebswirtschaft. Die Straßen von New York wurden meine besten Trainer. Meine Freunde, meine Familie, meine besten Lehrer. Ich wurde sehr schnell sehr gut in dem, was ich tun wollte. Wenn sie einen Schnappschuss von meinem Leben gemacht hätten, wäre er perfekt gewesen. Ich hatte viel Spaß. Ich gewann Preise auf MTV. Ich führte bei Musikvideos von Grammy-Gewinnern Regie. Ich machte meinen ersten unabhängigen Spielfilm. Ich hatte meine eigene Produktionsfirma und ging ganz darin auf, Filmemacher zu sein. Ich bewohnte ein großes Haus in Manhattan, fuhr in dicken Autos durch die Stadt. Meine Freundinnen waren Supermodels, die zu meinem übergroßen Ego passten. Ich ging auf die besten Partys und hing mit den coolsten Leuten ab. Aber ich war nicht zufrieden. Irgendetwas fehlte. Also ging ich nach Hollywood, auf die nächste Ebene. Große Filme, große Stars. Verstehen Sie mich nicht falsch, das war eine fantastische Zeit. Und ich glaubte tatsächlich, dass mich das alles endlich glücklich machen würde. Aber das war nicht der Fall. Wie groß das Projekt auch war und wie sehr ich mich auch anstrengte, in meinem Leben fehlte immer noch etwas Tiefgehendes. Und ich wusste nicht was. Da begann ich mich zu fragen, ob Filmemachen wirklich meine Berufung war, meine Gabe. Vielleicht hatte ich gar keine echte Gabe. Wir inkarnieren auf dem Planeten Erde, nicht um etwas von der Welt zu bekommen, sondern um unsere Gaben freizusetzen. Die Talente, die Fähigkeiten und die Kräfte, die in uns sind. Menschen denken oft, dass die Welt ihnen etwas schuldet oder dass andere ihnen etwas schulden. Doch während wir uns entwickeln, während wir bewusster werden, entdecken wir, dass die Lebenskraft oder Lebenspräsenz danach strebt, sich in uns bewusst zu werden, entsprechend des einzigartigen Musters von ihr, das wir in uns tragen. Dieses einzigartige Muster ist unsere Gabe. Es ist unsere Art, das Leben, die Liebe, die Schönheit, die Freude, die Intelligenz des Universums auszudrücken, wie nur wir es können. Und weil jeder Einzelne eine einzigartige Emanation dieser Präsenz ist, eine einzigartige Manifestation eines kosmischen Schicksals, hat jeder nicht nur eine Gabe, sondern viele Möglichkeiten, diese Lebensenergie freizusetzen. Wissen Sie, das Leben ist eine Gabe, ein Geschenk. Es kommt in einem wunderschönen Geschenkpapier bei uns an. Und oft packen wir es gar nicht aus, sondern sind einfach nur gefangen von den wunderschönen Farben und dem glitzernden Geschenkpapier. Wir dringen nie in die Tiefe des Lebens vor. Daher müssen wir die Gabe, die uns das Leben anbietet, auspacken und entdecken, was wirklich in uns ist. Verstehen Sie? Es ist unsere ganz besondere Art, Liebe auszudrücken, eine ganz besondere Art, kreativ zu sein, eine ganz besondere Art, Weisheit und Schönheit und all die transzendenten Eigenschaften umzusetzen, die überall vorhanden sind. Manche Menschen haben ganz spezifische Fähigkeiten. Manche bringen sich musikalisch zum Ausdruck, manche mit ihrer Stimme, manche durch Architektur oder indem sie heilen. Aber letztlich erreicht ein Individuum, während es seine Gabe freisetzt, die nächste Stufe seiner eigenen Evolution und aktiviert die höhere Schwingungsfrequenz dieser Entwicklungsstufe auch in anderen. Darum sind wir hier. Nun, jeder hat eine Gabe weiterzugeben. Die Gabe ist seine Essenz, sein Wesen, seine Natur.
Die Sonne muss scheinen, das liegt in der Natur der Sonne. Sie hält ihren Schein nicht zurück und sie scheint nicht, um etwas dafür zu bekommen. Sie tut es einfach, weil es ihre Natur ist. Es ist unsere Natur zu lieben. Es ist unsere Natur, uns auszudrücken. Es ist unsere Natur zu geben. Wenn wir aus dem kommen, was alles ist, dann tragen wir alles in uns und besitzen einen einzigartigen Aspekt dieses Allseins. So wie es in der Natur verschiedene Arten von Blumen gibt, sind auch wir verschiedene manifestierte Formen dieses göttlichen Bewusstseins. In dem Wissen, dass wir von dort kommen und dorthin zurückkehren, können wir nicht weniger sein als das. Ich meine, wir sind im wahrsten Sinne des Wortes ein Ausdruck Gottes. Wissen Sie, es gibt Momente im Leben, in denen man sich auf dem Gipfel des Berges getragen fühlt. Als wolle uns jemand zeigen, was da ist. Und dann müssen wir zurück zum Fuß des Berges und von dort hinaufklettern. Wenn Sie der Reise die Menschlichkeit nehmen, nehmen Sie ihr einen Teil dessen, was für mich zum Schönsten gehört. Auf meiner eigenen Reise vermisste ich etwas. Etwas, dessen Präsenz in meinem Leben viel ausmachen würde. Ich war nicht präsent für meine eigene Präsenz. Ich hatte keine Ahnung, wie sehr sich die Tatsache auf mich auswirkte, dass ich zu der mir am nächsten stehenden, noch lebenden Frau, einer Blutsverwandten, keine Beziehung hatte. Und dann wurde mir klar, dass ich der Grund für die Streitigkeiten in meiner Familie war. Ich bekam einen Anruf von meinem Bruder. Unerwartet, denn wir hatten einige Jahre nicht miteinander gesprochen. Ich kann mich nicht einmal daran erinnern, wie lange es her war. Es fühlte sich wie eine Ewigkeit an, da wir uns damals nicht ausstehen konnten. Unsere Beziehung war Gift füreinander. Ich lag mit meiner Schwester in einem emotionalen Krieg. Wir hatten seit Jahren nicht mehr miteinander gesprochen. Wir hatten keinen wirklichen Kontakt mehr gehabt, seit unsere Mutter gestorben war. Und wenn sie uns zusammen in ein Zimmer gesperrt hätten, hätte es eine massive, verbale und letztlich sogar körperliche Auseinandersetzung gegeben. Ganz überraschend erhielt ich also diesen Anruf. Denn ehrlich gesagt wollte ich zu diesem Zeitpunkt keinen Kontakt mehr mit ihm haben. Ich war endlich in der Lage, alle meine Probleme loszulassen und meine Schwester anzurufen. Er rief an und ich fragte, ist Dad okay? Ist Tata okay? Zu diesem Zeitpunkt waren das die einzigen Menschen, die aus unserem gemeinsamen Leben noch übrig waren. Sie hatte mich nicht weinen hören, seit unsere Mutter gestorben war. Und daher war das Erste, was sie fragte, wer ist gestorben? Ich sagte, niemand ist gestorben. Dad ist nicht tot, nein, Opa auch nicht. Aber ich möchte mit dir sprechen. Ich antwortete, also ich will eigentlich überhaupt nicht mit dir sprechen. Er sagte, dass er wirklich mit mir reden möchte. Es ist wichtig. Ich muss dich um Verzeihung bitten. Ich sagte, etwas ist gestorben. Und zwar die Wut auf dich, die ich in meiner Seele herumgetragen habe und die eigentlich eine Wut auf mich selbst ist, dass ich als dein älterer Bruder dich im Stich gelassen habe. Und das verschlug mir einfach die Sprache. Ich wusste gar nicht so recht, was ich damit anfangen sollte. Das Letzte, was ich je erwartet hätte, war, dass mein Bruder anrufen und fragen würde, kannst du mir jemals verzeihen? Das Einzige, was ich dazu sagen wollte, war ja. Also sagte ich natürlich sofort ja. Und was ist los? Ich liebe dich, Damien. Er sagte, ich liebe dich auch und es tut mir alles so sehr leid. Und ich sagte es ihr in diesem Moment. Ich sagte, von heute an werde ich niemals wieder die Stimme gegen dich erheben. Wenn du dich umschaust und wissen möchtest, was das für ein helles Licht ist, es ist dein Bruder, Baby. Ich stehe hinter dir, von jetzt an, bis ich sterbe. Das war der bis dahin glücklichste Tag in meinem Leben, weil mir mein Leben entglitten war. Alles, was ich für stabil und echt gehalten hatte, verschwand ständig. Daher sagte ich ja und wir weinten lange zusammen am Telefon. Vergessen werde ich das nie. Und die Kraft dieses Moments, die Veränderung in der Energieschwingung zwischen meiner Schwester Cheyenne Joy und ihrem Bruder Damian war so tiefgreifend, dass diese Schwingung schließlich auf unsere gesamte Familie überging und sämtliche Familienmitglieder aufhörten, sich zu streiten. Ich wollte nur bei meinem Bruder sein, wollte mit ihm in dieser Vergebung und verbunden sein. Er sagte, lass uns eine Familie sein. Ich möchte, dass wir eine Verbindung haben. Ja, sagte ich dazu. Ich möchte auch eine Verbindung haben. Darauf habe ich doch gewartet. Und ich freue mich so. Und so begann ein anderes Leben für mich. Ein Leben des Verbundenseins mit meiner Familie.
Mir wurde klar, dass ich alles in mir trug, was nötig war, um die Wut in meiner Welt zu eliminieren. Und wenn ich es dort tun konnte, war es auch möglich, dieses Bewusstsein auf die nächste Ebene auszudehnen. Und wenn ich es von dort wiederum auf die Welt ausweiten könnte, was wäre dann möglich? Einer der grundlegenden Faktoren bei der Entwicklung psychischer Störungen ist der Mangel an Zuneigung, der Mangel an Mitgefühl. In Familien oder bei Eltern oder einfach in der Gesellschaft als Ganzes. Das zeigt, dass wir Menschen Mitgefühl brauchen. Wir haben es alle gehört. Bittet und euch wird gegeben. Suchet und ihr werdet finden. Klopft an und euch wird aufgetan. Das ist ein Gesetz. Das Universum strebt ständig danach, uns aufzuwecken. Es sendet ständig aus, was bereits in uns ist. Die Kräfte, die in uns sind. Die Gaben, die in uns sind. Wenn wir die Frage stellen, sind wir empfänglich für die Antwort. Warum will ich Filmemacher sein? Warum möchte ich um die Welt reisen und Geschichten über die menschliche Existenz erzählen? Meine Antwort auf diese Frage lautet: Ich glaube, dass es möglich ist, durch das Filmemachen den gesamten Planeten zu erreichen. Und jetzt, wo mir bewusst wird, dass ich eine außergewöhnliche Gabe habe, möchte ich sie teilen. Ich möchte etwas bewegen. Wenn ein Individuum wirklich seine Gabe entdecken möchte, muss es sich fragen, was versucht sich durch mich zum Ausdruck zu bringen? Welche Gabe versucht in mir zutage zu treten? Welche Kraft versucht sich ihrer selbst durch mich bewusst zu werden? Viele Menschen stellen sich solche Fragen gar nicht. Sie fragen nur, wie kann ich Schmerz vermeiden? Wie kann ich noch mehr materielle Dinge bekommen? Wie kann ich mich in die Gesellschaft einfügen, in der ich lebe? Wie kann ich erfolgreich werden? Und vielleicht ist Ihr Erfolgsmodell etwas, das Ihnen von einer hochtechnisierten, berührungsscheuen, konsumgetriebenen Gesellschaft vermittelt wurde. Aber indem man fragt, wie kann ich mehr ich selbst werden? Wie kann ich meine Gaben teilen? Wie kann ich mein Potenzial aktivieren? Beginnt man, die spirituellen Fähigkeiten in sich selbst zu aktivieren, die einem erlauben, das Unhörbare zu hören und letztlich das Unsichtbare zu sehen. Weil man sich selbst aus der Welt sieht. Man geht in sich und wird sich einer Sendung bewusst, die ständig ausgestrahlt wird. Wir werden nicht von der Welt geleitet, sondern von unserem Herzen. Wir werden geleitet von der Sehnsucht unserer Seele, sich zu entfalten. Wie bin ich überhaupt hierher gekommen? Ich fühlte mich, als gehöre ich gar nicht auf diesem Planeten. Wie konnte ich überhaupt auf diesem Planeten landen? Ich fühlte mich wie eine Anomalie. Ich spürte eine gewisse Frustration, hatte das Gefühl, festzustecken. Aber in Wirklichkeit war da nur eine tiefe Traurigkeit. Ich war tief, tief traurig und hatte das Gefühl, von allem abgetrennt zu sein, wissen Sie? So allein und nicht wahrgenommen. Zuletzt bekam ich eine richtige Wut. Ich war so wütend, dass etwas passieren musste. Etwas musste sich verändern. Und als ich mich auf den Weg machte, um wirklich zu verstehen, wirklich zu suchen, zu lernen und nach Antworten auf diese wichtigen Fragen zu suchen, kam die Entschlossenheit. Es ist wie ein Wille, der Wille dahinter zu kommen und eine Sicherheit. Wie ein absoluter Glaube, ein Wissen, das mich wirklich inspiriert hat, mich auf meine inneren Gaben einzulassen, denen ich zuvor nicht vertraut hatte. Da war so etwas wie Dankbarkeit, aber auch ein kreativer Aspekt, der etwas mit Zulassen zu tun hatte, mit Empfänglichkeit, sich öffnen. Daraus entstanden so viele unglaubliche Gaben. Je mehr ich auf das eingestimmt bin, was ich tun soll, desto perfekter ist das Leben. Desto mehr synchronistische Dinge passieren, desto mehr Liebe und Lachen erlebe ich und desto mehr Spaß habe ich. Harmonisch, glücklich, als Gemeinschaft friedlich. Das ist unser Ziel.
Und um das zu erreichen, denke ich, ist es zunächst sehr wichtig, sich klarzumachen, dass jeder einzelne Mensch eine Verpflichtung gegenüber der Menschheit hat. Es gibt nur eine einzige Möglichkeit, wie sich das höchste Gut in unseren Lebenserfahrungen manifestieren kann, nämlich einzutauchen in die Quelle, aus der unsere Gabe kommt. Wie wir von unseren Eltern und der Schule und dem Militär erzogen werden, führt bei den meisten von uns leider dazu, dass sie die Verbindung zu dieser Essenz verlieren. Und dann erreicht man 50 Jahre später die Spitze der Leiter, nur um festzustellen, dass die Leiter an der falschen Wand lehnt. Man hat sein Leben verschwendet. Die eigene Gabe nicht zu entdecken, bedeutet, mit der Musik in sich zu sterben. Wenn wir die Gabe nicht weitergeben, bringen wir uns um. Wir trocknen unser Herz und unsere Seele aus und führen ein Leben auf Überlebensniveau mit einer unglaublichen Menge an Sorge und Angst. Ein auf Angst gegründetes Leben führt zu entsetzlichen Entscheidungen, zu Zerstörung, Verletzung und Wut. Dauerhaftes Glück kann sich nur einstellen, wenn wir unsere Gabe mit anderen teilen. Und indem wir unsere Gabe zurückhalten, fordern wir die Welt und die Menschen in ihr auf, ihre Gaben uns gegenüber zurückzuhalten. Wir kommen also gar nicht dazu, an diesem großartigen Leben teilzunehmen, das wir alle haben. Wir halten etwas zurück. Je mehr wir unsere Gabe weitergeben, je mehr wir an der Welt teilnehmen und etwas bewegen, desto mehr wird die Welt für uns bewegen. Also ganz praktisch gesehen sollten wir an jedem einzelnen Tag aufwachen und uns fragen, was versucht heute in mir zutage zu treten? Welche Gabe versucht sich heute in mir zu aktivieren? Welche Kraft versucht heute in mir zu sich selbst zu werden? Wenn die Frage ernst genug gemeint ist und die Liebe echt genug ist, wird uns das Universum seine Geheimnisse offenbaren. Wenn man die ersten Schritte auf seinem Weg macht, merkt man schon bald, dass das größte Hindernis an einem selbst liegt. Was mich betrifft, bei mir gab es definitiv einen Blitz der Verwandlung. Ich hatte das große Aha-Erlebnis. Ich platzte sozusagen in eine neue Welt. Plötzlich fühlte ich mich lebendig, fühlte mich mit allem verbunden, spürte ein neues, vereinigtes Wahrnehmungsfeld. Ich konnte Dinge sehen, berühren, riechen, hören, die ich vorher nie wahrgenommen hatte. Ich staunte über die Wunder des Universums und glaubte plötzlich, wirklich etwas über die Natur und Gott oder über den göttlichen Geist zu wissen. Doch dann strömten alle schlechten Angewohnheiten und hochtrabenden Anteile meines Egos wieder ein, um die Leere des neuen Raumes zu füllen, den ich gerade geschaffen hatte. Es war, als stünde ich wieder ganz am Anfang. Oder noch schlimmer, denn jetzt wusste ich ja, dass das vereinigte Feld existiert. Wenn ich wollte, dass diese Verwandlung anhielt, würde ich sie mir verdienen müssen. Ich würde dafür arbeiten müssen, ich würde darum kämpfen müssen, als ob mein Leben davon abhinge. Und genau so war es für mich. Mein Freund Chet Holmes machte mich mit Michael und Sidney Cressy bekannt. Zwei unglaublichen Menschen, die mein Leben für immer veränderten. Sie veranstalteten ein Symposium über Bewusstsein, an dem Autoren, Motivationstrainer und führende Transformationslehrer aus aller Welt teilnahmen. Sie waren zusammengekommen, um sich auf eine lange Reise zu den Grenzen dessen zu begeben, was an persönlichem Wachstum möglich ist, und zeigten, wie jeder von uns in seinem eigenen Leben und auf dem Planeten etwas bewegen kann. Von Herzen teilten sie mit uns das Wissen eines ganzen Menschenalters. Ich wusste, dass ich bereit war. Ich war bereit für etwas, aber ich war absolut unvorbereitet auf das Abenteuer, das gerade beginnen sollte. Der menschliche Geist erzeugt wirklich alles, was wir erleben. Es sieht so aus, als würde es von etwas da draußen erzeugt, aber das stimmt nicht. Es wird in unserem eigenen Kopf erzeugt. Es gibt da dieses Verarbeitungssystem in unserem Geist, das alles, was über unsere Sinne einströmt, filtert und beinahe alles davon löscht. Und so kommt es, dass irgendwann von allem, was du wahrnimmst, tatsächlich vielleicht so viel wirklich da ist und so viel so gesehen wird,
wie du es durch dieses innerliche Verarbeitungssystem verändert hast. Es wurde in den letzten Jahren viel darüber gesprochen, worauf man sich konzentriert, was man anzieht und dass das, was in unserem Leben passiert, daher kommt, worüber wir nachdenken. Und das stimmt absolut. Was passiert, wenn wir über etwas nachdenken, ist, dass eine bestimmte Energie erzeugt wird. Und sie wird nicht nur in unserem Körper erzeugt, sondern auch in unserem persönlichen Raum, in unserer Realität. Und dann entfaltet sich durch die Gedanken und Überzeugungen, die wir aufrechterhalten, eine bestimmte Realität. Menschen sabotieren sich selbst sehr durch negatives Denken. Wenn sie sich wütend oder depressiv fühlen, dann meist, weil sie über etwas in der Vergangenheit nachdenken, etwas, das sie nicht unter Kontrolle haben. Nur in der Gegenwart hast du wirklich die Kontrolle über deine Gedanken, dein Handeln und wie du dich fühlst. Und um dorthin zu gelangen, gibt es diesen Umschalthebel in dir. Denn wenn du dich negativ fühlst, machst du das selbst. Es ist ein Gedanke, der aufkommt und dieses Gefühl erzeugt. Das, worüber man nachdenkt, wird sich auch ereignen. Was ist deine vorherrschende Denkweise? Sie sagt dir, wer du werden wirst. Wenn du wissen möchtest, wer du in 5 Jahren sein wirst oder in 5 Minuten, sag mir, was deine vorherrschende Denkweise ist und ich sage dir, wohin du dich bewegst oder wie du auf der Stelle stehen bleibst. Die meisten Menschen lenken ihren Geist nicht in bewusster Weise. Er läuft auf Autopilot, basierend auf allem Möglichen, das während ihrer Kindheit passiert ist. Eine Person, deren Leben nicht funktioniert, denkt also unbewusst und unabsichtlich in einer gewissen Weise. Und dieses Denken verursacht dann eine gewisse Verhaltensweise. Weil sie die Verbindung nicht sehen, setzen sie dies fort. Wenn du eine vorherrschende Denkweise hast, die dysfunktional ist, musst du nur eins tun. Denke einen etwas besseren Gedanken. Dann noch einen besseren Gedanken. Somit beginnst du, dich zu verändern. Es ist eine sehr minimale Veränderung, aber kleine Veränderungen sind letztlich große Veränderungen. Wissen Sie, das wirklich Interessante an unserem Geist ist, dass er gefasst, gesammelt und konzentriert ist. Er hat eine enorme Energie, eine enorme Kraft, um seine eigenen Absichten zu manifestieren. Und es liegt in der Natur des Menschen, dass er nicht anders kann, als nach etwas zu suchen. Die Suche ist völlig natürlich beim Entwickeln des Geistes, des menschlichen Geistes. Wir möchten etwas wissen. Wir möchten wissen, wie etwas ist. Also zu wissen, was ist das, ist Wissenschaft. Und zu wissen, wer bin ich, ist Spiritualität. Und dieses Paar ergänzt sich sehr gut. Der ultimative Erzeuger ist der menschliche Geist oder das Bewusstsein. Es ist wegen unseres Geistes. Er erzeugt unwillkürlich eine gewisse Atmosphäre, eine angenehme oder unangenehme Atmosphäre. Diese Energie löst dann eine Kettenreaktion auf 2 Ebenen aus, einen sofortigen Effekt und einen langfristigen Effekt. Man sieht also, um äußerliche Dinge zu ändern, muss man erst die eigenen Gewohnheiten ändern. Wenn wir also die Fähigkeit entwickeln, in den Geist hineinzusehen, bemerken wir, dass bestimmte Dinge geschehen, wenn man daran glaubt. Ich fühle in einer bestimmten Weise. Ich verhalte mich auf eine bestimmte Weise. Ich ziehe bestimmte Menschen und Situationen in mein Leben. Sobald man sich darüber klar wird, ist es entweder ergiebig und man macht mehr daraus, oder man sieht, dass es nicht ergiebig ist und lässt es sofort sein. In Websters Wörterbuch steht, Bewusstsein bedeutet, zu erkennen, was wir tun und warum wir es tun. Und wenn du das nicht erkennst, kannst du keine Wahl treffen. Wenn du nicht erkennst, was du in einem Moment tust und welche Auswirkungen dies hat, hast du keine Wahl. Wenn du es nicht erkennst, kannst du es nicht anders machen. Wenn du nicht bemerkst, dass du dies getan hast und es dich erfüllt, hast du nicht die Wahl, es weiterhin zu tun. Es war nur ein Zufall, also kannst du nicht besser darin werden. Du kannst es nicht zur Praxis machen. Du musst erkennen, dass du die Wahl hast, um wählen zu können. Viele Menschen leben ihr gesamtes Leben unter dem Einfluss von allem, was sie umgibt. Sie sehen ihr Leben nicht als etwas, das sie gestalten können. Sie sehen ihr Leben als etwas, das ihnen passiert. Wenn du die Kontrolle über dieses innerliche Verarbeitungssystem übernehmen kannst, wenn du jeden Schritt in diesem innerlichen Verarbeitungssystem kennst und dich in jedem dieser kritischen Augenblicke im Wählen übst, wird sich dir die Welt eröffnen.
Um reaktives Denken in initiatives Denken verwandeln zu können, muss man sich zunächst seiner Gedanken bewusst werden. Wenn man sein Denken über längere Zeit beobachtet, wird man bemerken, dass die Gedanken einfach den ganzen Tag kommen. Und man merkt auch, dass man sie beobachtet. Und während ich beginne, die Furcht und den Zweifel und die Beurteilungen zu sehen und sie nur neutral zu beobachten, werden sie beinahe komisch. Und dann stelle ich fest, dass ich nicht meine Gedanken bin. Und wenn ich erst einmal dort angekommen bin, ich habe einen Geist, aber ich bin nicht mein Geist. Ich habe einen Intellekt, aber ich bin nicht mein Intellekt. Ich bin dieser reine Kern der Erkenntnis und habe die Wahl. Dann sehe ich, dass ich die Gedanken wählen kann, die mich dorthin führen, wo ich sein will. Ich kann die Gedanken wählen, die meine Träume unterstützen, die mich und meine Familie und die Menschheit aufbauen. Dann werde ich in meinem Denken bewusst. Ich war überwältigt, elektrisiert. Ich konnte fühlen, wie ich immer größer wurde. Ich spürte, wie mein Leben eine neue Richtung bekam. Ich brauchte Zeit, um meine Gedanken zu ordnen, um mein Leben zu überdenken auf eine Weise, wie ich es nie zuvor getan hatte. Ich begann zu erfassen, dass ich eine sich erschließende Möglichkeit bin. Mein Leben bekam eine völlig neue Richtung und ich war gerade erst dabei, es wahrzunehmen. In der Dunkelheit der Nacht sieht man eine Kerze aus sehr großer Entfernung. Es war für mich an der Zeit, meine eigene Kerze anzuzünden. Ich selbst bin auf einer Reise, auf der ich ständig entdecke, wer ich bin. Ständig begegne ich dem, der ich in diesem Augenblick bin. Ich glaube, ich war lange Zeit ein sehr arroganter, ich-bezogener und selbstgerechter Arsch. Und jetzt, wo ich das weiß, werde ich ein klein wenig frei davon. Das war also definitiv der erste Schritt. Und der nächste Schritt besteht darin, ganz aktiv Menschen und Orte aufzuspüren. Sie wissen schon, Meister des Daseins, wenn man so will, die mich auf eine höhere Stufe des Verstehens und der Bewusstheit begleiten können, damit ich den Gaben, die in jedem Moment, in jeder wachen Stunde verfügbar sind, gegenwärtiger sein kann. Und um mehr zu atmen. Ich atme nun viel mehr. Atme. Wenn du die Gabe, die die Natur dir gegeben hat, entdecken möchtest, musst du erst einmal aufhören, Schuldgefühle zu haben. Schuldgefühle sind das größte Hindernis beim Erkennen unserer Gabe. Sie werden dich immer wieder daran hindern, das Leben zu führen, das dir zugedacht war. Gedanken wie, für wen halte ich mich eigentlich? Ich bin nicht hübsch genug, ich bin nicht schlau genug, ich bin nicht reich genug, ich bin nicht gebildet genug, ich habe nicht die richtige Hautfarbe. Wenn du diese Dinge dein Leben steuern lässt, tun sie es. Es gibt einen Grund, warum manche Menschen nicht herausfinden können, was sie wollen. Während sie aufwuchsen, haben ihre Eltern sie nie entscheiden lassen, was sie wollten. Jedes Mal, wenn sie dabei waren, zu entscheiden, was sie wollten, sprangen ihre Eltern ein und sagten, nein, 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 du möchtest nicht das, du möchtest dies. Oder, das kannst du nicht haben, aber du kannst dies hier haben. Und sie erlaubten dem Kind niemals, mit kleinen Dingen zu experimentieren. Damit, Dinge zu wollen und zu sehen, was passiert, wenn man sie bekommt. Und vielleicht auch mit verschiedenen Möglichkeiten zu experimentieren, diese Dinge zu bekommen. Und wenn sie dann erwachsen werden, haben sie kein Selbstvertrauen. Sie vertrauen ihrem eigenen Wollen nicht, könnte man sagen. Sie haben es nie verwendet. Denn jedes Mal, wenn sie etwas wollten, hat ihnen jemand gesagt, dass es falsch sei. Oder sie es nicht haben konnten. Oder es gab sonst einen Grund. Nein, nein, nein. Du möchtest das nicht so machen.
Manche Menschen lassen sich niemals auf diese leidenschaftliche Erfahrung ein, auf diese Gewissheit. Das ist es für mich. Denn wir stellen fest, dass viele Menschen ein Leben führen, das nicht ihr eigenes ist, in dem sie niemals ihr Ziel erreichen werden. Was wir damit sagen wollen, ist, dass sie das Leben annehmen, das ihre Eltern für sie geplant haben. Oder sie rebellieren gegen das Leben, das ihre Eltern für sie vorgesehen haben, je nach deren Beeinflussung. Es ist nicht ihr Leben. Sie haben das Leben angenommen, das die Kirche ihnen auferlegt hat. Oder das, das der Staat ihnen auferlegt hat. Sie haben niemals eine wirkliche Verbindung zu ihrer eigenen Erfahrung hergestellt. Wir alle haben sehr unterschiedliche Fähigkeiten, sehr unterschiedliche Talente und wir haben sehr verschiedene Gaben. Die meisten Schulsysteme sind darauf ausgerichtet, diese Tatsache zu ignorieren. Das Problem mit dem Bildungssystem ist, dass es ein System ist. Und es ist ein System, das auf den Prinzipien der Wirtschaft und der Industrie basiert. Es ist also ein sehr lineares System und es zielt auf Vereinheitlichung und Konformität ab. Die Idee ist, dass man, wenn man in diesem Programm bleibt und alles macht, was von einem gefordert wird, man am Ende qualifiziert ist und sein Leben profitabel und sicher fortführen kann. Doch nichts davon ist wahr. Es ist nicht wahr, weil das menschliche Leben nicht linear ist. Menschliches Leben ist organisch und menschliches Leben ist nicht genormt. Es ist nicht konformistisch. Es ist facettenreich und außergewöhnlich, reichhaltig und vielfältig. Aber aus allen möglichen Gründen, nicht zuletzt aufgrund unserer Bildung, sind wir so sozialisiert, dass wir denken, bestimmte Fähigkeiten seien wichtiger als andere. Und deshalb denken so viele Menschen, dass sie keine Fähigkeiten haben, weil sie ihre Fähigkeiten als solche sehen. Viele von uns setzen herab, was sie anzubieten haben, weil sie nicht sehen können, wie es ihnen Geld einbringen soll. Es macht nicht berühmt, es bringt auch keine Einladung zur Oper ein und deshalb haben sie das Gefühl, nichts zu bewegen. Etwas zu bewegen hat aber nichts mit einem Projekt zu tun. Es ist die Art und Weise, wie wir uns jeden Tag der Welt zeigen. Du bewegst etwas, ob du es weißt oder nicht, ob es dir gefällt oder nicht. Einfach nur mit deiner Präsenz. Die Schwingungen deiner Präsenz bringen immer etwas in Bewegung. Du hast etwas geändert für jeden, der dich heute gesehen, gefühlt oder gehört hat. Die Frage ist also, welche Art von Änderung steuere ich bei? Miss es nicht im Hinblick auf Geld, miss es nicht im Hinblick auf Ruhm, miss es nicht einmal im Hinblick darauf, in wie vielen Menschen du etwas bewegt hast. Eine einzige Person ist es wert, dass etwas in ihr bewegt wird. Wenn Menschen nach ihrer Gabe suchen würden, würden sie sie auch finden. Doch die Welt hat jeden von uns bis zu einem gewissen Grad mesmerisiert. Sie hat uns hypnotisiert, wenn man so will. Die Welt sagt, die Kraft liegt in Statussymbolen. Die Kraft liegt in der Stellung, die du in der Welt hast. Die Kraft liegt darin, in welcher Art Fahrzeug du fährst, in welcher Umgebung du wohnst. Da liegt die Kraft. Die Kraft liegt im Geld. Und dabei liegt die Kraft in dir. Und sie liegt in mir. Sie war immer dort. Aber du wirst sie niemals finden, wenn du deinen Blick auf die Gabe eines anderen richtest, der im Fernsehen auftritt. Wenn deine Augen auf jemand anderen gerichtet sind, der seinen Traum auslebt. Was ist mit dir und deinem Traum? Wähle zugunsten deiner Leidenschaft. Wähle zugunsten der Dinge, die die größte Bedeutung für dich haben. Deine Leidenschaften sind wie die Brotkrumen bei Hänsel und Gretel. Sie zeigen dir den Weg zu deiner Gabe. Sei gewiss, dass du in jedem Moment die Wahl hast und du wählst dich entweder näher zu deiner Gabe hin oder weiter von ihr fortzubewegen. In jedem einzelnen Moment. Was also wählst du? Das Geheimnis des Lebens besteht darin, herauszufinden, was du wirklich gerne tust und es dann so gezielt zu praktizieren, dass du wirklich gut darin wirst. Das ist eine gute Ausgangsbasis für eine glückliche Reise zu Reichtümern, die deine wildesten Vorstellungen übertreffen werden. Eines Tages wirst du das Richtige für dich finden. Was du liebst und woran du interessiert bist, ist ein Hinweis darauf, worin deine Gabe besteht. Und was du liebst, wird sich entwickeln, genau wie du dich entwickelst. Aber eins weiß ich, es ist einzigartig wie unser Fingerabdruck, dieses wundersame Ding. Und du wirst es finden, indem, was du liebst, Aufmerksamkeit schenkst. Du wirst auch merken, dass du dich, wenn du in deiner Gabe bist, lebendiger fühlst, du dich leidenschaftlicher fühlst. Du dich fühlst, als ob du dafür geboren bist. Wenn du aus dem zu schöpfen beginnst, was du wirklich bist, musst du dich nicht glücklich machen. Dann bist du einfach glücklich. Verstehst du? Du vertraust. Du spürst einfach, dass diese Stimme der Seele, die nach und nach durchkommt, immer perfekt ist. Das macht den Weg für dich frei. Es bringt dir, was du brauchst. Es verbindet dich mit jedem Menschen, den du brauchst.
Du weißt, es ist deine Gabe, wenn es mühelos geht. Du weißt, es ist deine Gabe, wenn es natürlich ist. Wenn es sich schön und einfach anfühlt. Und jeder weiß dies bereits. Es ist nur eine Frage des Erinnerns. Es geht darum, seinen wahren Geist zu finden. Und irgendwie weiß man, dass man ihn gefunden hat. Denn dann verändert sich die Zeit. Wenn man etwas tut, das nicht richtig in einem mitschwingt, können einem 5 Minuten wie eine Stunde vorkommen. Wenn du das tust, was wirklich Teil deiner selbst ist, was von dir kommt, dann kann dir eine Stunde wie 5 Minuten vorkommen. Wenn du deine Gabe in die Welt bringst, hast du diese Eigendynamik hinter dir. Du weißt nie, was das Licht für dich bereithält. Du weißt nie, wie diese Höchststufe aussieht, weil es keine Höchststufe gibt. Es geht einfach immer weiter nach oben, höher und höher und höher. Und du berührst einfach immer mehr und mehr Menschen. Und diese Eigendynamik, diese inspirative Kraft fließt weiter durch dich hindurch. Und das treibt dich dann dazu, tiefer und immer tiefer in deine eigene Gabe vorzudringen. Und ich glaube, das ist der Ursprung der Genialität. Du hast vielleicht in verschiedenen Phasen deines Lebens unterschiedliche Gaben zu entdecken. Wenn du jünger bist, ist es vielleicht im Sinne deiner Gabe, dass du Mutter wirst und all deine Energie in das Muttersein steckst. Und die Gabe ist dann die der Liebe, der Pflege. Zu einem bestimmten Zeitpunkt mag diese Gabe nicht mehr groß genug für dich sein. Denn wir sind eben Individuen, die ständig wachsen, sich ändern und sich wandeln, ob wir es wissen oder nicht. Du bist dem einen vielleicht entwachsen, du spürst vielleicht, dass nun etwas anderes nach dir ruft. Dies kann eine Krise auslösen, weil man sich sagt, aber das ist es doch, was ich gewählt habe. Ich wollte Vollzeitmutter sein, oder ich wollte Anwalt sein, oder ich wollte Künstler sein. Plötzlich erfüllt es mich nicht mehr. An diesen Momenten ist nichts Falsches. Sie bedeuten, dass du dich gewandelt hast. Du hast dich in etwas anderes verwandelt. Auf dem Fundament all dessen, was du gelernt hast und all dessen, was du geworden bist, möchte noch mehr geboren werden. Das sind Zeiten, in denen wir wirklich mutig sein müssen, manchmal Dinge loslassen müssen, über die wir uns definiert haben, und bereit sein müssen, in jemand und etwas Neuem wiedergeboren zu werden und die neue Gabe in uns zu entdecken. Offen und flexibel zu sein, ist der Schlüssel, um wirklich das außergewöhnlichste und herrlichste Leben zu führen. Ich glaube, Empfänglichkeit und Flexibilität sind wesentlich. Denn manchmal bist du im Moment und denkst, dass du etwas wirklich willst. Das ist es, was ich will. Man kann so kurzsichtig sein gegenüber der Tatsache, dass es außer dem, was man ersehnt, noch etwas anderes geben könnte. Einen so viel unglaublicheren Ausdruck des eigenen Wesens, des eigenen Selbst. Und wenn du so auf deinen eigenen Wunsch fixiert bist, wirst du es ganz sicher übersehen. Deshalb spielt die Fähigkeit zu sagen, okay, ich bin für alles offen, eine so große Rolle. Wenn du diese Gabe noch nicht gefunden hast, wenn du immer noch dort draußen danach suchst, musst du einen Blick in dein Leben werfen und dich fragen, was würde ich tun, egal was passiert? Wenn die Welt unterginge, was würde ich trotzdem tun? Wenn ich meine Familie verlieren würde, was würde ich jeden Tag unentgeltlich tun? Was würde ich ohne jede Bezahlung tun? Was würde ich ehrenamtlich tun? Und wenn du dir diese Frage oft genug stellst, wenn du vor allem lange genug darüber nachdenkst, glaube ich, dass du deine Gabe einfach finden musst. Es geht gar nicht anders. Was bereitet mir die größte Freude? Was ist es, das mich, wenn ich es tue, am glücklichsten macht? Dir anzusehen, was dir Freude bereitet, führt dich zurück in das Wesen, das du bist, und zu dem, was dir zu tun zugedacht ist. Es ist einfach, sich einen Rock'n'Roll-Sender anzuhören. Schwieriger ist es, auf den eigenen Körper zu hören, auf seine Intuition zu hören, die Stimme Gottes zu hören, wenn man so will, die durch einen spricht. Sie wird auch die leise, kleine Stimme in uns selbst genannt. Spezielle Praktiken, um die eigene Gabe zu finden? Übe dich in Einsamkeit. Viele Menschen haben Angst davor, mit sich allein zu sein. Doch nur in der Stille deiner eigenen Seele spricht deine innere Stimme zu dir, sodass du sie hören und ihren Anleitungen folgen kannst. Das ist eine Sache, die du tun kannst. Eine weitere spezielle Sache, die du tun kannst, ist, dich darin zu üben, dich selbst zu lieben. Gib dir selbst die Erlaubnis, deine Träume zu leben. Gib dir die Erlaubnis, dich wohlzufühlen. Gib dir selbst die Erlaubnis, okay zu sein. Gib dir selbst die Erlaubnis, für vergangene Fehler entschuldigt zu werden. Gib dir selbst die Erlaubnis, neu anzufangen. Dies sind alles Liebestaten. Ich bin in Rom und ich telefoniere mit meiner Schwester Cheyenne.
Ich bekomme also einen Anruf von meiner Schwester Cheyenne. Und es war ein ziemlich tiefgründiger Anruf, denn sie sagte, wann wird die Arbeit, die du in der Welt machst, dem Mann entsprechen, den ich kenne? Wann wird das passieren? Du bist nämlich wirklich gut darin, Dinge in die Luft zu jagen. Und ich weiß, dass du viel Spaß dabei hast. Aber es entspricht nicht mehr dem, der du geworden bist. Und wissen Sie, das war eine großartige Frage. Was versucht sich durch mich auszudrücken? Welche Gabe ist in mir, die versucht herauszukommen? Ich musste wirklich darüber nachdenken. Und sie hatte recht. Denn auf einer Ebene war ich hier, drehte Hollywood-Filme und versuchte so sehr, etwas zu erlangen, wobei es nur darum ging, den nächsten großen Renner zu landen. Es ging nicht darum, wer ich war. Und plötzlich hatte ich meine Antwort. Sie lag direkt vor mir. Sie war schon die ganze Zeit dort gewesen. Meine Bestimmung ist also klar. Ich bin mir im Klaren darüber, was ich vorhabe. All diese erstaunlichen Menschen und Dinge, die ich durch die Magie des Filmemachens mit dem Rest der Welt zu teilen gelernt habe. Ich bin nur einer von vielen, die dieses Erwachen erfahren. Dieses sich erweiternde Bewusstsein. Wenn wir unser Potenzial aktivieren, liegt Seligkeit, Ekstase, Glück und Freude im Weitergeben unserer Gabe. Weil das Teilen meine Priorität ist. Meine Priorität ist das Geben. Meine Priorität ist das Freisetzen von Lebensenergie. Meine Priorität ist das Ausstrahlende. Das heißt, meine Priorität ist nicht der Gewinn. Denn wenn ich darauf aus bin, etwas für mich zu bekommen, wirke ich genau dem entgegen, was ich möchte. Ich stehe also vor der Herausforderung, mehr ich selbst zu werden. Ich bin empfänglich für mehr Gutes, als ich mir jemals für mein Leben hätte vorstellen können. Und ich bilde mir nicht ein, zu wissen, was dieses Gute ist. Nun kann die Transformation geschehen. Und wir wissen immer dann, dass es eine Transformation ist, weil es uns überrascht. Wenn es dich nicht überrascht, ist es keine Transformation. Wenn du anfängst, deine Gabe zu nutzen, um anderen zu dienen, geschieht ein Wunder in deinem Leben. Es ist größer, als man sich vorstellen kann. Es ist wie ein Solist Teil einer Band wird. Und du bist Teil eines ganzen Engelchors, der genau jetzt vollkommen im Einklang mit dem Ganzen ist. Je mehr du gibst, desto mehr kommt zu dir zurück. Und dann wirst du zu dem, was du wirklich ersehnst. Du bekommst immer mehr Gelegenheiten zu geben. Und wenn es das ist, was du willst, wenn es das ist, was du wirklich willst, dienen und unterstützen, dann findest du dich plötzlich im Irak wieder. Ich arbeite seit 3 Jahren im Irak. Als wir mit den Trommelkreisen anfingen, kamen Menschen aus verschiedenen Teilen des Landes. Sie sprachen verschiedene Sprachen und gehörten unterschiedlichen Religionsgruppen an, sodass es anfangs große Widerstände gab. Aber man konnte zusehen, wie die Schichten des Widerstands von den Menschen abfielen. Und schon bald kamen alle zusammen und übernahmen ihren eigenen Part. Keiner sagte ihm, was sie spielen sollten. Jeder stellte sich einfach auf den anderen ein und spielte in dessen Energie mit und weiter. Ich finde, das ist eine großartige Metapher für eine wunderschöne Lebensweise. Unsere Kultur wird zum Duett aufgerufen. Wir werden in diesem Moment aufgerufen, durch die Welt zu reisen, uns über die Musik mit Menschen auf der ganzen Welt auszutauschen und unsere Herzensschwingung mit ihnen zu teilen. Das lässt mich hoffen, dass Frieden auf diesem Planeten möglich ist. Alles, was wir im Leben tun, tun wir entweder, weil wir irgendeine Art von Glück erwarten, oder wir tun es, weil es uns Freude macht. Eine echte Veränderung findet statt, wenn wir uns von dieser Erwartungshaltung auf eine Haltung umschalten,
aus der heraus wir so viel wie möglich mit der Welt und den Menschen um uns herum teilen. Was zum? Ich heiße Tantankamani. Das bedeutet wandernder Büffel. Mein Geburtsname ist Andrew. Ich bin Sonnentänzer, Friedenspfeifenträger, Zeremonienleiter und einfach ein gewöhnlicher Mann. Man sagt, meine Gabe sei es, anderen Menschen zu helfen, sich selbst kennenzulernen. Ich habe ein Leben gewählt, das dies fördert, indem ich diese Fähigkeiten entwickeln kann, damit ich sie an andere weitergeben kann. Auf eine Respekt, auf eine angebrachte Weise, auf eine respektvolle Weise und auf eine traditionelle Weise. Auf eine Weise, die nur Gutes bringt. Wir können nämlich nicht nur nehmen von dieser Welt, wir müssen auch etwas zurückgeben. Wahre Gaben sind die, die wir erhalten und der Welt zurückgeben, auf welche Weise auch immer dies notwendig sein mag. Eine Gabe ist nicht viel wert, wenn wir sie nur festhalten und für uns selbst behalten. Es ist oft schwer und eine echte Herausforderung, diesen Weg zu gehen und kontinuierlich an den Gaben zu arbeiten, die jedem Menschen gegeben sind. Ich glaube, viele Menschen sind nicht bereit, dies zu tun. Warum sind die Menschen nicht dazu bereit? Weil es schwer ist. Es ist diese Bereitschaft, unser Bestes zu geben, die uns zwingt zu wachsen. Dieses Versprechen, keinen Rückzieher zu machen, wenn es schwierig wird, das uns die wahre und tiefere Zufriedenheit schenkt. Und es ist das Weitergeben unserer Gabe, das uns Erfüllung schenkt. Wenn du dort draußen bist und anderen dienst und Menschen annehmen, was du gibst, wenn du dich anstrengen musstest, um dies zu erreichen und es dann in seiner ganzen Fülle aufblüht, ich glaube, etwas Besseres gibt es nicht. Hier sind wir also. Refugio Altiplano. Ich bin Scott Peterson. Ich lebe jetzt seit 12 Jahren hier. Ich betreibe ein schamanisches Heilcenter, ein integriertes medizinisches Zentrum, in dem wir Menschen mit natürlichen Mitteln heilen. Die Menschen kommen aus aller Welt zu uns, um geheilt zu werden, um Beratung zu erhalten und um zu lernen. Viele Menschen sind heutzutage abgeschnitten von ihrem spirituellen Leben. Sie haben sehr wenig Freizeit, sehr wenig Erholung. Sie haben sehr wenig Zeit für sich allein. Sie stehen unter dem ständigen Einfluss von Fernsehen, Antidepressiva und sehr auftreibenden Menschen, die permanent mit ihnen zusammen sind. Wenn sie sich von diesen negativen Einflüssen lösen, gehen sie unweigerlich durch eine Übergangszeit, um anschließend wieder in einen Zustand der Homöostase und Ruhe zu gelangen. Aus diesem Zustand heraus können sie in eine sehr positive Richtung wachsen. Wenn du eine positive Umgebung schaffen möchtest, die dein Inneres und Höheres selbst reflektiert, musst du immer darauf achten, den Dingen Energie zu geben, die du magst, und Energie von den Dingen abzuziehen, die du nicht magst. Wenn wir etwas geben, kommen wir aus der Fülle und wir bestätigen diese Fülle. Wir betonen sie, rufen sie buchstäblich herbei und dann erschafft es einfach. Es ist zyklisch. Es gibt nichts, das du gibst und nicht empfängst. Es ist wie, wenn man jemanden anlächelt. Man gibt ein Lächeln, man lächelt, man fühlt ein Lächeln. Wenn du jemandem das Geschenk des Glücklichseins gibst, erlebst du es in diesem Moment selbst. Oder wenn du mit jemandem lachst und das Geschenk des Lachens weitergibst, dann lachst du in dem Moment. Das heißt, was immer du anderen gibst, gibst du in Wirklichkeit dir selbst. Also, wenn es etwas gibt, das du wirklich erleben möchtest, gib es an jemanden weiter, was immer es ist. Wenn du es willst, weil du das Gefühl hast, dass etwas in deinem Leben fehlt, gib es anderen. Das ist das Beste, was du tun kannst. Für Männer ist es besonders wichtig, die kriegerische Seite ihres Selbst anzuerkennen. Denn wenn man diese Seite nicht anerkennt, kommt sie, meiner persönlichen Meinung nach, auf ungute Weise zum Vorschein. Heimsuchung der Pizza-Manifestation. So viel Pizza wie möglich. In Ordnung, los geht's, Pizza. Bist du bereit? Ja, mach sie fertig, los.
Schau dir Leute an, die berühmt sind oder ihr Ziel erreicht haben. Sie waren das nicht von Geburt an. Deine linke Seite hängt nur ein bisschen. Irgendwann auf ihrem Weg haben sie sie empfangen. Diese Vision ihrer selbst. Ob es Singen oder Tanz oder Fußballspielen war, was auch immer. Irgendwann haben sie wirklich geglaubt, dass sie es schaffen werden. Und wenn du erst einmal diesen Glauben hast, ich denke, das ist es, wo die Menschen gestoppt werden. Sie empfangen einen Gedanken. Sie haben die Vorstellung davon, was ihnen gefällt, aber sie glauben nicht, dass sie es erreichen können. Und diese kleine Blockade, genau dort, zwischen dem ersten und dem zweiten Gang, bleibt ihnen ihr ganzes Leben lang erhalten. Und wenn man mit ihnen reden würde, wenn sie 80 oder 90 oder 100 Jahre alt sind und auf dem Sterbebett liegen, würden sie nicht sagen, ich bin froh, dass ich in dieser kleinen Nussschale geblieben bin und niemals ausgebrochen bin. Sie hätten immer noch diesen Wunsch. Sie würden sagen, ich hätte das tun sollen. Warum habe ich es nicht getan? Ich hätte das tun können. Was wir hier in diesem Hof tun, genau hier, jeden Tag, durch Boxen, Gewichte heben und indem wir Damien auf ein sehr hohes körperliches Niveau bringen, jeden Tag ein bisschen höher ist, wir öffnen seinen Geist. Er atmet ein. Das Wort inspirieren bedeutet Einatmen des Geistes. Man kann das morgens oder nachts eine Stunde lang tun und den Geist dann sehr, sehr lange Zeit mit sich tragen. Und ich glaube, dass eine Person, die wirklich im Geiste ist, also im wahrsten Sinne des Wortes inspiriert ist, alles erreichen kann, was sie will. Ich denke nicht, dass Damien schon zum Kern des Meisters vorgedrungen ist, der wirklich in ihm steckt. Und mein Job ist es, das ans Tageslicht zu bringen. Noch einmal. Sechs. Gut, gut. Die eigene Gabe zu entdecken ist eine Sache. Sie zu leben, eine ganz andere. Dafür braucht es Disziplin, Einsatz und Mitgefühl für dich selbst. Es braucht genauso viel Konzentration und Hingabe wie alles andere, was ich jemals getan habe. Es ist eine Herausforderung für jede Phase meines Selbst, im Dienst dessen zu stehen, der ich sein werde. Der Weg, auf dem man Meisterschaft über sich selbst erlangt, erfordert Beharrlichkeit und endet nie. Je mehr ich mich damit beschäftige und darüber meditiere, wie ich meine Gaben mit der Welt teilen kann, desto mehr erlebe ich, was ich nur als ein grenzenloses, vereinigtes Energiefeld beschreiben kann, wo alles mit allem in perfekt schwingender Harmonie verbunden ist. Als ich mich dieser unendlichen Energieschleife öffnete und empfänglich dafür wurde, wurde mir klar, je mehr von meinen Gaben ich mit anderen teile, desto mehr inspiriere ich sie dazu, ihre Gaben zu teilen. Ich fühlte die anderen und sie nährten mich. Da war ein allgemeines, spirituelles Prinzip am Werke. Die unendliche Rückkopplungsschleife der Schöpfung. Die landläufige Vorstellung von einem indianischen Geber ist, dass er dir ein Geschenk gibt und dann erwartet, dass du ihm eins zurückgibst oder dass er dich bittet, ihm etwas zurückzugeben. Doch die wahre Tradition, die dem zugrunde liegt, ist, dass man im amerikanischen und auch in anderen indigenen Kulturen ein Geschenk gibt und erwartet, dass der Beschenkte es annimmt, sich eine Weile daran freut und es dann an jemand anderen weitergibt, damit diese Person sich ebenfalls daran erfreuen kann. Diese Art zu schenken ist Teil des heiligen Prozesses, in dem es um die Erhaltung der Gemeinschaft und um das Teilen des Wohlstands geht. Ich glaube, das ist es, was wirklich hinter dieser Idee vom Entdecken deiner Gabe steckt. Du entdeckst sie nicht nur für dich selbst, sondern auch damit, dass du sie anderen Menschen anbieten kannst. Und indem du sie anderen Menschen anbietest, stärkst du den Sinn für die Gemeinschaft zwischen dir selbst und den Menschen, mit denen du die Erde teilst. Das ist ein Beitrag zum Commonwealth der Menschlichkeit. Und in diesem Sinne ist das Entdecken deiner eigenen Gaben sowohl ein Akt der Selbstlosigkeit als auch ein Beitrag zur Selbsterfüllung. Kunst war schon immer eine Gabe. Und das ist einer der Gründe, warum wir Gemälden einen so großen Stellenwert geben. Denn sie offenbaren, was innen, was darunter liegt. Eine der Gaben, die du als Künstler besitzt, ist, dass du mehr fühlst. Du siehst mehr. Du verbindest mehr. Zu den wichtigsten Momenten in meinem Leben gehörte der, in dem ich anfing, meine eigene Gabe zu entdecken. Als mein Herz erst einmal geöffnet war und mir klar wurde, dass ich Künstler werden wollte, nachdem ich mein gesamtes Erwachsenenleben als Geschäftsmann verbracht hatte, war dies eine tiefgreifende Erkenntnis. Wenn ich zurückblicke, es ist jetzt 20 Jahre her,
bin ich so dankbar, dass ich nicht bei dem geblieben bin, was ich sein wollte, als ich jung war, nämlich Architekt oder Geschäftsmann. Dass ich nicht mein ganzes Leben lang darin stecken geblieben bin, als sei ich praktisch damit verheiratet. Ich begann, mich zu ändern und entdeckte, wer und was ich war. Einer meiner Aufgaben als Lehrer und Künstler besteht darin, die Leute mit ihrem Herzen und dem Herzchakra bekannt zu machen. Und ich habe keinen besseren Weg zum Öffnen des Herzens gefunden, als den Prozess des Malens. Ich hatte mich entschieden, unser gut gehendes Restaurant in Whistler zu verkaufen und meine Träume zu verwirklichen. Und mit Kindern im Bereich Kunsthandwerk zu arbeiten. Jetzt habe ich über 200 Kinder, die Kunst mit mir machen möchten. Finanziell bin ich noch nie so arm gewesen, aber ich war noch nie so reich in meinem Herzen. Es hat die Leere gefüllt, denn wir haben nie Kinder haben können. Und jetzt habe ich mehr Kinder in meinem Leben, als man sich nur wünschen könnte. Und ich hoffe, dass ich den Kindern dieses Mandala mitbringen kann, damit sie sehen, dass Kunst niemals perfekt sein muss, dass auch Fehler drin sind. Und ich weiß, sie werden es lieben. Man kann gar nicht genug Glitzersteine haben. Es gibt hier etwas, das man nicht mit dem Verstand erfassen kann. Man muss es mit dem Herzen begreifen. Ich denke, ein sehr einflussreicher Weg oder Kanal zum Geist ist das Anfertigen von Mandalas. Denn es hinterlässt einen visuellen Eindruck. Es ist eine sehr, sehr effektive Methode, tiefe innere Freiheit und tiefes Bewusstsein zum Ausdruck zu bringen, um den Wert des Mitgefühls kennenzulernen und den Wert des Vergebens. Natürlich haben Künstler besondere Regeln für ihren Beruf, und das gilt auch für die Medien. Ich glaube, dass die Verantwortung sehr groß ist, auch die der Politiker und von uns allen. Alles auf diesem Planeten ist in Wirklichkeit nur eine bestimmte Art von Schwingung. Schwingende Moleküle, schwingende Partikel, das ist Physik. Ich rede hier von spiritueller Physik. Und du bist eigentlich ein Schwingungswesen. Wir alle sind wirklich in erster Linie schwingende Wesen. Wir bezeichnen uns selbst als menschliche Wesen und nicht als menschliche Macher. Denn was wir wirklich in jede Situation einbringen, ist die Qualität unseres Wesens. Das heißt, wenn wir liebevoll sind, uns freuen, entsteht eine Schwingung. Und diese Schwingung ist das, was wir wirklich zum Ausdruck bringen. Es ist die Qualität der Energie, der Enthusiasmus oder das Fehlen desselben, die Liebe oder das Fehlen derselben, die Wut oder das Fehlen derselben, die wirklich die größte Auswirkung hat. Alles in diesem großen Universum ist verbunden. Es kann gar nicht anders sein. Es gibt nur eine Kraft und eine Präsenz und eine Lebensquelle, die alles im Universum durchströmt. Denn wenn du gibst oder tust, fließt es durch dich und es fließt. Es ist ein fortwährender Austausch. Es ist Energie. Wenn du auftrittst, wer zeigt sich dann? Es ist unwichtig, was du denkst. Es ist unwichtig, was du den Menschen sagen möchtest, denn sie werden dich spüren. Sie werden alles fühlen, was du in diesen Moment hineingebracht hast. Und das können wir als deine Schwingung bezeichnen. Wenn diese Schwingung etwas Dunkles an sich hat, wenn sie Wut transportiert oder Abneigung oder Scham, wenn sie voller Emotionen ist, alle Emotionen sind nur Schwingungen. Wenn sie Emotionen enthält, die nicht in der höchsten Frequenz schwingen, dann wirst du Dinge von dir wegstoßen, die zu dir kommen möchten. Und du wirst Dinge anziehen, die mit diesen kontrahierten Gefühlen übereinstimmen. Du musst in den Spiegel schauen. Du musst in dich selbst hineinschauen, um zu entdecken, wo es falsch läuft mit deiner Schwingung. Wo deine Wut ist oder deine Verzweiflung. Wo dein Zynismus verborgen liegt oder deine Resignation. Und bis du anfangen kannst, dein eigenes Wesen zu akzeptieren,
wird es dir schwerfallen, der Welt diese positiven Schwingungen zurückzugeben. In der Musik gibt es ein Prinzip, das sich Resonanzschwingung nennt. Das heißt, wenn ich meine Trommel schlage, schwingt eine weitere Trommel in der gleichen Tonlage mit und wird gespielt, ohne dass sie jemand berührt. Wenn wir einen Takt hören, können wir nicht anders als mitzumachen. Denn das Prinzip ist wirklich, dass das Leben harmonieren will. Jeder Takt, jede Note, die wir machen, wird irgendwo gefühlt. Wir sind einfach nur Schwingung, die in dieser Form zusammengehalten wird. Und wir sind fähig, uns auszudrücken und Bewusstsein zu erfahren. Diese fühlbare Welt zu erleben, zu essen, zu lieben, zu lachen, Familien zu gründen, gewaltige Bauwerke zu errichten, Kunst zu machen, Musik. Es ist toll. Die ganze Welt ist Schwingung. Alles ist Schwingung. Die glückliche, friedvolle und ruhige Schwingung geht von uns aus. Das erzeugt ähnliche Situationen um uns herum. Wenn wir mit der universellen Präsenz verbunden sind, wird unser Leben zu einem mühelosen Ausdruck von Freude. Und wir selbst erzeugen diese Glücksschwingungen aus uns selbst heraus. Wenn wir nun beginnen, unsere Gabe zu teilen, dann entspricht das Universum dieser Vibration. Und die Dinge der Welt kommen viel leichter zu uns. Warum? Weil es keinen Widerstand mehr gibt. Wir versuchen nicht, Dinge von der Welt zu bekommen, sondern wollen unsere Gabe teilen. Das Universum antwortet darauf. Dinge zeigen sich. Oh, schau mal, diese Gelegenheit, die sich bietet. Ich bin diesem Menschen begegnet und jetzt kann dies und das geschehen. Oh, ein Stellenangebot. Oh, ich habe eine kreative Idee. Oh, da bietet sich eine Geschäftsidee oder eine günstige Gelegenheit. Das hat nichts mit Magie zu tun. Es ist einfach Teil des vereinigten Feldes, in dem alles zu meinen Gunsten zusammenwirkt. Jetzt bin ich damit im Einklang. Und wir können uns sagen, ich möchte mehr Liebe in meinem Leben erfahren. Ich möchte mehr Gesundheit, mehr Kreativität erfahren. Dein Leben ist nur ein Spiegel. Wenn du also diesen Dingen, für die du dich begeisterst, mehr Aufmerksamkeit schenkst und wenn du dann mit diesen Dingen in Einklang kommst, dann siehst du, wie sich Türen öffnen, Menschen, Orte und Dinge sich zeigen. Und du wirst zu dem, was ich einen Leidenschaftsmagneten nenne. Das ist nur die Synchronizität, die sich allmählich angleicht. Wir schwingen Dinge in unser Leben herein, wir schwingen Dinge hinaus. Wir schwingen Menschen herein, wir schwingen Menschen hinaus. Wir schwingen Gelegenheiten herein. Gleiches zieht Gleiches an. Wie aber werden wir zu einem positiv schwingenden Wesen, statt nur zu einem positiven Denker? Indem wir unsere Schwingungen von allem befreien, was uns nicht dienlich ist. Indem wir sie mit Liebe aufziehen und mit all den Dingen nähren, von denen wir wissen, dass sie uns größer machen und uns das Gefühl geben, auf einer höheren Frequenz zu schwingen. Du kannst wählen, wie du dich fühlen möchtest. Du kannst voller Angst und mit niedriger Schwingungsfrequenz durch die Welt gehen. Oder du kannst in dem von dir bevorzugten Zustand verweilen, in dem du dich gut und glücklich fühlst. Es ist, wie wenn man seine innere Stimmgabel anschlägt und so seine eigene Realität erschafft. Und wenn du deinen Ton gewählt hast, dann wird dein Leben aus diesem Ton heraus erschaffen. Wenn du eine niedrige Frequenz wählst, bekommst du ein Leben auf niedrigem Niveau mit vielen Problemen.
Wenn du dich in höhere Frequenzen erhebst, bekommst du ein neues Verständnis der Realität. Dann ist alles so viel mehr vereinigt. Jeder von uns hat an einem bestimmten Punkt Zugang zum Geist des Unendlichen. Der Geist, der dieses Universum erschafft, kommt herab, wenn wir bereit sind, die wirklichen Fragen zu stellen und auf die intuitive Führung zu achten, die unseren Weg kreuzt. Wann immer etwas vollkommen Neues, über alles bisher Bekannte hinausgehende, entdeckt wurde, geschah es durch dieses Bewusstsein. Je kraftvoller deine Schwingung ist, desto besser kannst du Dinge anziehen. Es braucht dazu mehr als bloßes Denken. Du musst es sein, du musst es leben, du musst es atmen. Und dann wird das, was du in deinem Innern fühlst, in dein Leben hineinschwingen. Es wird seine Entsprechung finden, in deinem Inneren und in deinem Umfeld. Jetzt war mir zwar bewusst, dass diese unendliche Rückkopplungsschleife immer am Werk war. Aber ich hatte noch nicht verstanden, dass die Lebensumstände, die ich als die größten Herausforderungen oder Hindernisse sah, eigentlich nur zu meinem Guten waren. Wenn ich meine eigene Realität erschaffen konnte, warum erschuf ich dann immer noch Dinge, die ich nicht wollte? Wenn die Rückkopplungsschleife mir Schmerz und Schaden bringt, was bringe ich dann in sie ein? Einige von euch durchleben gerade sehr schwere Zeiten. Du siehst keinen Ausweg. Du stehst mit dem Rücken an der Wand, bist mit deinem Latein am Ende. Du weißt nicht mehr weiter. Bei einigen ist das schon chronisch. Sie sind schon so lange in dieser üblen Lage, dass sie einfach denken, es ist ihr Schicksal. Was ist wirklich wahr? Es zehrte mich einfach auf. Was ist daran das Geschenk? Eine der größten Herausforderungen, die ich erlebt habe, war der Tod meiner Mutter. Daran besteht kein Zweifel. Kann man das als Geschenk sehen? Liegt wirklich ein Segen im Sterben meiner Mutter? Kann ich herausfinden, wo sie nun ist? Wir wissen ja, sie ist im Herzen. Ich wusste, sie war in meinem Herzen. Aber zu diesem Ort zu gelangen, sie dort wirklich zu finden, statt im Außen nach ihr zu suchen, das war eine der größten Herausforderungen, die ich je in meinem Leben zu meistern hatte. Denn Energie oder Materie werden nicht geschaffen oder zerstört. Wir alle sind Energie. Wir wissen, dass wir jetzt, hier genau, hier in diesem Moment existieren. Diese Erfahrung ist ein Geschenk und das ist es, was genau jetzt existiert. Und meine Mutter ist hier. Sie ist hier in diesem Moment. Sie ist gegenwärtig, weil alles zu jeder Zeit gegenwärtig ist. Daher ist das größte Geschenk, das ich durch ihren Tod bekam, die Befreiung von der Illusion. Es gäbe einen Tod und ein Leben, die voneinander getrennt sind. Ich habe jemanden verloren, der mir sehr wichtig war. Er war mein bester Freund. Wir hatten eine Beziehung. Das Leben ist gut, es ist schön, aber man muss es zu leben wissen. Wir müssen uns auf die richtige Art an Menschen erinnern. Wir müssen stark sein. Ich habe daraus gelernt, mein Leben zu leben und jeden Moment zu genießen. Wir wissen nicht, wann wir diesen Ort verlassen müssen. Wir müssen lieben und vergeben. Wir müssen geduldig sein. Wir müssen verbunden sein. Wir müssen versuchen, ein guter Mensch zu sein. Jemanden zu verlieren, ist das Schwerste, was einem widerfahren kann. Wenn etwas geschieht, das eine Krise oder eine Tragödie sein könnte, dann sage dir nicht, es ist ein Problem, sondern das könnte genau das Richtige für mich sein. So finde ich das Geschenk. Ich frage, und wenn es genau das Richtige für mich wäre? Damit konzentriere ich mich nicht mehr auf das Problem, sondern auf die Lösung und die positive Möglichkeit und denke sogar, Mensch, toll, indem ich mir ganz einfach sage,
Und wenn es genau das Richtige für mich wäre, bekomme ich sofort ein besseres Gefühl. Ich bin nicht mehr in der Krise. Wenn ich bereit bin, in einer Situation nach dem Geschenk zu suchen, ändert sich mein Wesen. Und es ist unsere Aufgabe, das Gute zu erkennen, das geschieht. Es hilft uns, aufzuwachen und zu den mächtigen Mitschöpfern zu werden, die wir sind. Alles, was sich ereignet, dient diesem Zweck. Alles, was in der ganzen Schöpfung geschieht. Ich habe kürzlich erfahren, dass ich Prostatakrebs habe. Zunächst war das ein Schock. Aber ich muss sagen, dass es eine Reihe ganz wunderbarer Ereignisse und Erfahrungen mit sich gebracht hat. Neue Freundschaften, eine immer schöner werdende Nähe zwischen mir und meiner Frau, mit der ich seit 20 Jahren verheiratet bin. Wir haben oft gedacht, besser kann es nicht werden. Wird es aber. Es war einfach verblüffend. Aber es war nötig, nach dem Segen zu suchen. Das ist also die höchste Verantwortlichkeit, die höchste Verantwortung. Suche ich das Gute in den Dingen oder suche ich die dunkle Seite? Und wir haben die Wahl. Ich war dabei, mich scheiden zu lassen. Von dem Vater meines Kindes, von dem Mann, den ich liebte und mit dem ich mein Leben verbringen wollte. Es war wirklich eine harte Zeit. Und je mehr wir in unserer Beziehung kämpften, desto mehr körperliche Schmerzen hatte ich. Diese Energie offenbarte sich auf sehr negative Art in meinem Körper zum Ausdruck. Ich bekam immer stärkere Rückenschmerzen. Den meisten Leuten sagte ich nicht, was für starke Schmerzen ich hatte. Ich hatte immer noch mit einer Jahre zurückliegenden Rückenverletzung von einem Arbeitsunfall zu kämpfen. Ich glaube, das war eine der größten Herausforderungen in meinem Leben. Mein Mann kämpfte um sich selbst, seinen Weg, sein Ziel zu finden. Und ich sah seine Größe, zu der er keinen Zugang hatte. Das war hart und lag wie ein Gewicht auf mir. Ich kämpfte. Ich fühlte mich einfach verloren. Ich sah keinen Ausweg aus diesem Verlorensein. Das Härteste wäre für mich gewesen, meinen Mann und meine Familie zu verlieren. Ich wollte sie nicht aufgeben, auch wenn es mir schadete. Und ich erreichte den Punkt, an dem ich Hilfe von außen suchte. Wir sitzen hier in einem wundervollen Garten und Gärtner wissen etwas. Sie wissen, dass sie von gut wachsenden Pflanzen abhängig sind. Sie wissen aber auch, dass sie die nicht machen können. Gärtner lassen Pflanzen nicht wachsen. Das können sie gar nicht. Sie sind es nicht, die die Wurzeln befestigen und die Blätter anmalen. Pflanzen wachsen von selbst, weil sie lebendig sind. Bauern wissen, unter welchen Bedingungen dies geschieht. Wenn man die richtigen Bedingungen schafft, ist Leben unvermeidbar. Und es ist erstaunlich. Wenn man Raum für etwas schafft, dann erscheint dieses Etwas. Wenn man also Raum für Freude schafft, was geschieht dann wohl? Sie erscheint. Wenn man Raum für Liebe schafft, was geschieht? Sie erscheint. Wenn man Raum für Gesundheit schafft, was geschieht? Sie erscheint. Hinter all diesen Dingen vermuten wir einen ursächlichen Zusammenhang. Aber das ist es nicht. Es ist der Einklang vieler Elemente in unserem Leben. Wenn diese Dinge im Einklang sind, schaffen sie Raum. Und wenn der Raum erst geschaffen ist, erscheinen die Dinge, die wir wünschen, wie von selbst. Die Idee ist, viele verschiedene Erfahrungen im Leben zu machen. Diese Erfahrungen machen zu können, positiv, negativ, glücklich, traurig, leidvoll, feierlich und zu erkennen, dass man sie erlebt und dass man dankbar ist für diese Erfahrungen. Man lernt aus ihnen. Jede Erfahrung als etwas zu sehen, das man wertschätzen kann, als etwas, durch das Gott versucht, einem etwas zu lehren. Oder auch, Gott möchte dich das erleben lassen. Es ist ein Teil des Geschenks, das du selbst als menschliches Wesen bist. Ich warte mal, bis der Lieferwagen da hinter Ihnen vorbeigefahren ist. Auch das ist eine positive Erfahrung, dieser Lieferwagen hinter mir, der den Film ruiniert. Man kann lernen, das Bild aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten oder... Das Universum organisiert sich selbst. Einer Definition zufolge ist das Universum ein gigantisches Gehirn oder ein unendlich leistungsstarker Computer. Alles, was in jedem Moment auf irgendeine Art zum Wachstum jeder einzelnen Seele beiträgt, geschieht automatisch. Welcher Teil von mir wird gerade aufgerufen? Welcher Teil von mir ist gerade gefordert? Welcher Teil von mir soll gerade mein Bester sein?
Wenn ich in einer Situation schwach bin, wie kann diese Situation mir helfen, stark zu sein? Welche Eigenschaft müsste in meinem Leben zum Vorschein kommen, damit ich Seelenfrieden hätte? Sobald sich die Aufmerksamkeit vom Loswerden dieses sogenannten Indizienproblems weg und zu dieser Eigenschaft hinwendet, bist du im Einklang mit diesem evolutionären Impuls, der dich befreien wird. Und dann kannst du anfangen, deine Gaben mit anderen zu teilen. Denn du versuchst nicht mehr, aus dem Problem herauszukommen, sondern mehr du selbst zu werden. Meine Schwester Cheyenne und ihr Mann Sherif machten eine schwere Zeit durch. Ihre Ehe zerbrach. Sie liebten sich wirklich, aber beide lebten eine Lüge. Sie führten ein Leben, in dem das Geschenk, das jeder der beiden für den anderen und für die Welt war, nicht respektiert wurde. Da tat ich etwas sehr Dramatisches. Ich rief meinen Schwager an und sagte, ich muss eine Führungsposition in meiner Firma neu besetzen, und zwar noch heute. Das war an einem Donnerstag. Wenn du den Job annimmst, musst du deine Sachen packen, deine Frau und dein Kind verlassen und nach Kalifornien ziehen. Und zwar am Samstag. Diese Aktion hat übrigens unsere Ehe gerettet. Den Raum zu bekommen, in dem jeder mit sich selbst sein kann und die freie Wahl hat. Dann den Raum zu haben, in dem jeder den anderen neu wählen kann. Das war eines der schönsten Geschenke, das mir jemals gemacht wurde. Einfach dabei zu sein, wie die Gabe gedreht wurde, das war für mich eine Lehre. Unsere Beziehung hat sich dann einfach auf eine andere Ebene bewegt. Was dann passierte, war, dass das authentische Ich zum Vorschein kam. Ich bin so dankbar dafür. Meinen Ängsten ins Gesicht zu sehen, war das Schwerste, was ich je tun musste. Wenn ich jetzt zurückblicke, lache ich und denke, wow, das war ganz schön schwer und doch so leicht. Als ich endlich die Dinge aufgeben konnte, zu denen ich mich verpflichtet gefühlt hatte, konnte ich auch das Leben führen, das ich immer gewollt hatte, ohne es zu wissen. Das Leben, das auf mich wartete, als ich meine wahren Gaben entdeckt hatte. Es geht nicht um Strategie, Kampf oder Macht oder Kontrolle oder darum, es noch angestrengter zu versuchen. Es geht darum, sich in den Prozess hinein zu entspannen, in sich hineinzugehen und dieser inneren Weisung zu folgen. Denn was ich denke, dass ich von da draußen möchte, ist möglicherweise nicht zu meinem eigenen Besten. Und ich muss richtig gut darin werden, auf diese innere Weisung zu hören. Sogar wenn sie mich an einen Ort bringt, der nicht das ist, was ich mir vorgestellt habe. Ich muss mich dem ergeben, muss erkennen, was dort auftaucht. Ich muss damit kooperieren und ich muss das andere loslassen und sehen, ob ich damit fließen kann. Und wenn ich das tue, ist es erstaunlich einfach. Wenn nicht, ist es schwer. Als ich 19 war, wurde ich entführt, geschlagen und mehrmals vergewaltigt. Während ich all das erlebte, passierte etwas sehr Ungewöhnliches. Ich spürte dieses Gefühl von Sicherheit aufkommen. Es scheint verrückt, aber ich dachte, wenn ich das hier überlebe, kann ich alles überleben. Ich wusste nicht, ob sie mich am Leben lassen oder umbringen würden. Und als mir das klar wurde, hatte ich diese tiefgreifende Offenbarung. Ich verstand, nicht als irgendein pathetisches Konzept, sondern als tatsächliche Erfahrung, dass mein Ich nicht mein Körper ist. Selbst wenn ich da nicht rauskommen würde, würde ich da rauskommen. Und in diesem Moment wandelte sich dieser vorher undenkbare Akt in dieses Geschenk, das ich in meinem Herzen hielt. Das Leben brachte sich selbst wieder in den richtigen Kontext. In dem Moment, in dem ich dies ein Geschenk nannte, veränderte sich meine Vergangenheit und die Zukunft wurde zu einem Ort, an dem alles möglich war. Seitdem habe ich mich immer sicher gefühlt. Es ist wie Steine im Wasser. Das Leben ist wie ein Fluss. Wasser fließt, es hört nicht auf, weil da ein Stein ist. Es fließt darüber hinweg.
Und schließlich formt es den Stein sogar selbst. Es braucht nur ein bisschen Ausdauer, Geduld und die Überzeugung, dass die Liebe gewinnt. Und immer gewinnen wird. Ich machte einmal die einzigartige Erfahrung, zu sterben. Ich war in einen Autounfall verwickelt und wurde für tot erklärt. Ich erlebte, wie es ist, alles zu sein. Allen wichtigen Menschen aus meinem Leben zu begegnen. Ob sie lebten oder verstorben waren. Und ich hatte Zeit, mit ihnen zu sprechen und bei ihnen zu sein. Und es schien, als wären es Tage, die ich erlebte. Ich erlebte auch, das Meer zu sein. Ich war ein Tropfen im Ozean. Aber letzten Endes ist ein Tropfen im Ozean der Ozean. Und dann war da Licht. Und ich war ein Teil des Lichts. Und alle, mit denen ich in dieser Zeit gesprochen hatte und mit denen ich zusammen gewesen war, waren Teil des Lichts. Und es war wunderschön und es war voller Freude und es gab kein Urteilen. Alles, was da war, war Liebe, wunderbare, großartige, alles umfassende Liebe. Es ist einfach. Du bist es. Du bist die Gabe. Agape bedeutet bedingungslose Liebe, Liebe ohne Hintergedanken, die nicht auf Verdiensten oder Fehlern beruht. Es ist eine Liebe, die nicht mit dem Verstand erfasst werden kann. Eine Liebe, die uns ergreift, wenn unser Herz offen ist und wir entdecken, dass es keine Grenze zwischen uns gibt, dass wir wirklich eins sind. Du bist eine Dimension von mir und ich bin eine Dimension von dir. Dass es nur um Liebe geht und nur um Vergebung und dass das Universum keinen Funken Vergeltung in sich trägt. Alles, was es besitzt, ist Liebe. Es ist einfach ein vereinigtes Feld der Liebe. Denken Sie mal darüber nach. Wenn Sie bei jemandem sind, der liebevoll ist, muss diese Person dann etwas zu Ihnen sagen? Sie spüren einfach ihre Energie. Ihre Güte fließt einfach über. Es gibt wirklich nur ein Gesetz, das Gesetz der Liebe, das mich eins mit dir macht, mit den anderen, mit dem Menschen am anderen Ende der Welt, mit allem und allen, überall. Und wenn du die Liebe findest, hast du alles gefunden. Es gibt nichts, was Liebe nicht teilen kann. Nun, ich vergesse das manchmal, aber ich vergesse nie, dass ich es erlebt habe. Und ich weiß, dass ich dorthin zurückkehren kann. Und ich weiß, dass mein Leben schön ist, wenn ich das tue. Und dass alles, was ich dann hervorbringe, positiv ist. Es schwappt gewissermaßen über. Und jemand anderes nimmt es auf und gibt es weiter. Und so vermehrt es sich einfach. Solange ich in einem Zustand der Liebe bin, werden hier Wunder geschehen. Wenn du weißt, dass nur die Liebe wirklich ist, ändert sich alles. Liebe ist das Grundprinzip, nach dem alles funktioniert. Du verursachst keinen Schmerz. Du übst auf keine Weise Gewalt gegen irgendetwas aus. Nicht einmal auf subtilste Weise. Denn das würde das ganze System verletzen. Und das kommt natürlich zu dir zurück. Was vom Herzen kommt, das ist authentisch. Und es ist eine Erfahrung des Fühlens. Und was ich Leuten sage, ist, hey, du musst es spüren können. Wenn du spüren kannst, dass jemand vom Herzen kommt, dann weißt du, dass du denjenigen mit deinem Herzen hörst. Dein Herz ist immer wahrhaftig. Wann immer du eine Frage hast, lege deine Hände auf dein Herz und stelle die Frage. Dein Herz wird dir sofort eine Antwort geben. Wir haben leider die Tendenz, der Angst zu folgen, die hier oben sitzt. Wenn wir einfach nur Frieden in uns selbst finden und unsere Wahrheit leben, wenn du einfach immer in deinem Herzen bist, wird dein Leben einfacher, viel einfacher. Es gibt eine Sprache jenseits der Worte, eine Sprache der Herzen, eine Sprache der Seele. Wenn wir unsere Liebe geben, fügen wir dieser Schwingung, die das Universum erfüllt, etwas hinzu. Und ich denke, wir werden alle zu Energielinguisten, wenn wir uns von unseren Worten Gedanken verabschieden, uns in unser Herz fallen lassen. Ich denke, Menschen ziehen mehr Liebe in ihrem Leben an, sobald ihnen bewusst wird, dass Liebe das Wichtigste in ihrem Leben sein soll. Und Liebe ist für jeden im Überfluss da. Wir müssen nur aufhören, so angestrengt danach zu suchen. Ich finde so viele Dinge, die ich lieben kann, dass ich denke, viele Menschen könnten dieselbe Liebe finden, wenn sie nur merken würden, dass sie davon umgeben sind. Innen und außen, überall um sie herum, jeden Tag.
Weil dieser jetzige Moment alles ist, was es gibt, weil er das Einzige ist, was existiert, ist es doch ein Geschenk, wirklich mit der Person zu sein, mit der man es gerade zu tun hat. Und dieser Person seine Liebe zu zeigen. Denken Sie mal darüber nach. Es war die Erfahrung mit meinem Bruder Damien, die mir zeigte, dass der Weg der Vergebung möglich ist, dass das, was jenseits davon liegt, mehr Schönheit, mehr Liebe und mehr Verbundenheit bedeutet, als ich mir je hätte vorstellen können. Und was wir letztendlich geschaffen haben, ist eine Familie, in der Verbundenheit und Liebe herrscht. Wir sind eine Einheit. Das Geschenk der Vergebung, des Mitgefühls und der Familie zu entdecken, hat zur Heilung meines Herzens geführt. Liebe ist das Geschenk, das sich selbst offenbart. Ich bin jetzt der Mann, der ich in meiner Familie, in meinem Geschäft, mit meinen Freunden, meiner Gemeinschaft immer sein wollte. Liebe ist der wahre, verborgene Schatz. Und eine eigene Familie zu haben, eine außergewöhnliche Frau, mit der ich mein Leben teilen kann, und das Geschenk eigener Kinder, all das ist endlich zu einer echten Möglichkeit für mich geworden. Die Leute fragen oft, wie können wir die Erde retten? Wie können wir die Welt retten? Und ich frage zurück, welche Welt möchtest du retten? Möchtest du die Welt retten, in der es Kriege und Gerüchte über Kriege gibt? In der die Leute Atomwaffen horten? Möchtest du die Welt retten, in der Homophobie und Bigotterie und Rassismus um sich greifen? Möchtest du die Welt retten, in der Menschen verhungern? Letztlich wollen wir diese Welt nicht retten. Was wollen wir also? Wir wollen dem entstehenden Paradigma dienen. Wir wollen dem dienen, was zu diesem Zeitpunkt in der Menschheitsgeschichte zu entstehen versucht. Und wenn wir fragen, wer wird dieses Entstehen fördern, müssen wir sagen, wir, du und ich. Jeder von uns sollte sich für eine bessere Gesellschaft engagieren. Technologie hat die Welt zu einem Dorf gemacht. Spiritualität wird sie zu einer Familie machen. Bei der Erhöhung des Bewusstseins geht es für mich auch darum, das eigene Selbstbild zu erneuern, die engen Verbindungen zwischen Wissen und Fühlen zu sehen. Man kann keine Seinszustände empfehlen, die man selbst nicht versteht. Man kann nicht für den Weltfrieden plädieren, wenn man selbst wütend ist. Wie Gandhi sagte, du selbst musst der Wandel sein. Es beginnt mit der eigenen Transformation. Es bedarf des Erwachens nur einer Person, um das Bewusstsein einer Familie zu verändern. Es bedarf des Erwachens nur einer Person, um das Bewusstsein einer Firma, einer Gemeinschaft zu verändern. Und das hat dann diesen Welleneffekt. Es reicht nicht, dass ein paar politische Wortführer es sagen. Die Filmemacher müssen es sagen. Die Wissenschaftler müssen es sagen. Die Firmenbosse müssen es sagen. Eltern müssen es sagen. Du musst bei allem, was du tust, so eine Leidenschaft für die Möglichkeit dessen, was sein könnte, an den Tag legen, dass du wirklich verstehst, das Leben ist ein Geschenk und es ist nicht garantiert. Mein Großvater Tata. Nun, Tata bedeutet im Polnischen Großvater. Ich dachte immer, Tata sei sein richtiger Name, bis ich alt genug war zu wissen, dass er eigentlich Ijek hieß. Im Alter von 84 Jahren hatte mein Großvater gerade einen dreifachen Bypass bekommen und es lief nicht gut. Wir wussten, er würde bald sterben. Ich betrat das Zimmer, sah meinen Großvater dort und er sah mich an und lächelte. In diesem Moment verstand ich, dass dieser Mann, dieser außergewöhnliche Mensch, dieses Zimmer und dieses Bett nie mehr lebend verlassen würde. Ich sagte, also, ich weiß, dass du im Sterben liegst. Und er meinte, ja. Was ist die eine Sache, von der du möchtest, dass ich sie weiß, damit ich sie meinen Enkeln erzählen kann? Und er sagte, nun, ich werde dir eine Geschichte erzählen.
Damals, im Zweiten Weltkrieg, war ich ein junger Soldat. Und ich hatte deine Großmutter Dora, die du nie kennengelernt hast. Und sie war mit deinem Vater schwanger. Wir gingen zu Fuß durch den Schnee und wir erreichten ein Feldlazarett. Und in diesem Feldlazarett, vor der herannahenden NS-Armee, brachte deine Großmutter deinen Vater zur Welt. Mir war klar, dass wir sterben würden, wenn wir dort blieben. Also stahl ich einen Jeep und Lebensmittel und fuhr so weit weg, wie ich konnte. Und als der Jeep kein Benzin mehr hatte und wir nichts mehr zu essen hatten, gingen wir im Schnee weiter. Aber irgendwann konnten wir nicht mehr gehen, konnten keinen Schritt mehr tun. Ich werde das nie vergessen. Es war in einem Schneesturm. Ich trug Dora auf meinem Rücken und deinen kleinen Vater in meinen Armen. Und ich dachte, dass ich vielleicht, wenn ich mich nur ganz kurz ausruhe, aufstehen und weitergehen könnte. Doch dann kam ich an all den Leuten vorbei, die angehalten hatten und dort gestorben waren, wo sie angehalten hatten. Und ich schaute hinunter auf deinen kleinen Vater, der an Lungenentzündung zu sterben drohte, sah ihm in die Augen und sagte, eines Tages wird dein Sohn keinen Krieg kennen. Aber heute musst du deinen Teil tun. Du musst die Nacht überleben und ich werde weitergehen. Denn ich wusste, wenn ich anhalten würde, würde ich sterben und er würde nicht überleben und es würde dich nicht geben. Darauf bin ich am meisten stolz, dass ich in dieser Nacht mein Versprechen deinem Vater gegenüber gehalten habe. Und hier bist du und du bist mein Herz. Ich verließ meinen Großvater in dieser Nacht und sah ihn nie wieder. So viele Menschen überall auf der Welt haben so viele Opfer gebracht, haben im wahrsten Sinne des Wortes ihr Leben gegeben, damit ihre Familie und die Menschen auf diesem Planeten die Chance hatten, die Gabe in sich selbst zu entdecken und den Reichtum des Lebens zu erleben. Das ist es, was zählt. Das ist, was zählt. Wir erleben eine neue Art von Evolution. Sie ist bewusst und teilhabend. Das bedeutet, wir können gleich hier und jetzt, in dieser Sekunde, unser eigenes Leben verändern, indem wir uns verändern. Wir können durch unsere Bereitwilligkeit, unsere Absicht, unsere spirituelle Suche, unsere spirituelle Praxis, unsere Vision wachsen lassen und zu der Person werden, die wir sein sollen. Nichts kann unser Wachstum, unsere Entfaltung und unser Glück bestimmen, außer uns selbst. Es ist eine Frage der Wahl. In jedem einzelnen Moment haben wir die Wahl. Wohin möchte ich meine Aufmerksamkeit lenken? Du bist der Mitschöpfer deines Universums. Es liegt bei dir. Wie soll deine Welt aussehen? Wir wissen, wann etwas nicht stimmt. Wir wissen, wann etwas für uns richtig ist. Wir wissen, wenn wir etwas tun, das wir nicht tun sollten. Oder wenn wir in einem Zustand der Gnade sind, genau das tun, was wir tun sollen. Jeder von uns weiß das. Was also, wenn es unsere einzige Aufgabe wäre, das ans Licht zu holen und ins Bewusstsein zu bringen, was verborgen ist? Deswegen müssen wir jeden Moment, jedes Vorkommnis, jedes Ereignis unter dem Aspekt betrachten, wie es uns helfen kann, auf irgendeine Weise zu wachsen. Dann entdecken wir, dass wir der Welt so viel mehr zu bieten haben. Du zeigst dich, du machst diese innere Arbeit und du bringst diese innere Arbeit in dein tägliches Leben. Es geht nicht darum, wegzugehen und auf einem Felsen sitzen zu meditieren, um die Erleuchtung zu erlangen. Man lebt das, man ist das, man ist dieser Wandel. Wir sollten die Person normal nennen, die jeden Morgen mit glänzenden Augen aufwacht und jeden Tag als Geschenk sieht, die das lebt, was ihr wirklich wichtig ist und die es sich zur Aufgabe macht, darin immer besser zu werden, die ein Leben führt, das ein Geschenk an die Welt ist. Eine Person, die Menschen jeder Herkunft und Überzeugung mit Respekt und Wärme begegnet. Das sollten wir normal nennen. Es ist einfach. Du bist es. Du bist die Gabe. Wir entwickeln uns weiter. Wir entfalten uns weiter. Und so werden wir eines Tages mit galaktischer Bewusstheit zurückblicken und wow sagen.
Wir haben gelernt, dass mehr als genug für alle da ist, dass kein echter Mangel herrscht, dass mehr als genug Energie vorhanden ist, dass es keinen Mangel an Nahrung gibt, keinen Mangel an Liebe, keinen Mangel an irgendetwas. Und wir alle sind eins damit. Und wir werden gelernt haben, dass wir, wo immer wir sind, erst am Anfang stehen. Die Zukunft, gut oder schlecht, liegt vollständig auf unseren Schultern. Sie hängt von unserem gegenwärtigen Verhalten und unseren gegenwärtigen Handlungen ab. Folge deinem Herzen, entdecke deine Gabe und sei bereit für das größte Abenteuer deines Lebens.